Nächster Redner ist der Kollege Georg Nüsslein für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, die Rituale bei einer EEG-Reform sind offenkundig immer dieselben. Die Debatte beginnt mit einer Geschäftsordnungsdebatte und das Argument ist auch immer gleich, man hätte das in der Kürze der Zeit nicht erfassen können. Wenn man sich die Reden der Opposition anhört, glaube ich, das stimmt. Sie haben es nicht erfasst. Nun weiß ich nicht, liegt es an der Zeit? Ich will auch nicht sagen, dass es an der Auffassungsgabe liegt, überhaupt nicht, sondern es liegt daran, meine Damen und Herren, dass Sie es auch nicht verstehen wollen. Sie wollen es nicht erfassen, weil Sie die Welt einfach aufteilen wollen in die einen, die für die Erneuerbaren, für das ERG sind und die anderen, die dagegen sind. Sie wollen einfache Botschaften machen und, Herr Lenkert, dann auch noch einfache Lösungen anbieten. So einfach ist die Realität eben nicht. Und ich sage auch ganz klar hier am Anfang, wenn man insbesondere den Grünen gefolgt wäre, wären wir heute noch auf dem Stand von 2000, wo man die Solarenergie zu früh und zu teuer an den Markt geführt hat. Das kostet uns jährlich 10 bis 12 Milliarden Euro. Das sind die Altlasten, die wir an der Stelle durchschleppen. Und ich will Ihnen auch nicht einfach, meine Damen und Herren, ich will Ihnen nicht einfach die Schuld zuschieben an der Stelle. Wir haben ein systemisches Problem im EEG, das ich ansonsten für ein gutes Gesetz halte. Ich habe das immer wieder betont. Wir haben das systemische Problem, dass die Erfahrungskurven Gott sei Dank steil sind, die Kosten schneller sinken, als der Deutsche Bundestag reagieren kann. Und deshalb kommt es immer wieder zu Überrenditen, aktuell wieder bei der Windkraft. Und deshalb waren wir bisher immer im Zugzwang, nachzusteuern. Und ich gehe davon aus, dass der Systemwechsel, über den wir heute hier reden, das ändern wird, dass wir über die Ausschreibungen genau das verhindern können, dass wir nachsteuern müssen, dass wir Überrenditen so marktnah ändern können. Meine Damen und Herren, wir wollen die Energiewende nicht stoppen, wir wollen sie steuern. Das ist entscheidend. Wir wollen sie steuern. Und ich glaube auch, dass, wenn man darüber nachdenkt, die Notwendigkeit offenkundig ist. Allein das, was bei Windparks auf hoher See passiert, Stichwort Borwin 3, 700 bis 900 Millionen Euro, die die Stromkunden ausgeben müssen für Strom, der nicht produziert werden kann, der aber trotzdem bezahlt wird, der nicht transportiert werden kann, das ist ein Schildbürgerstreich, meine Damen und Herren. Das können wir uns auf Dauer nicht leisten. Das wird die Akzeptanz des EEGs und damit auch der Stromwende deutlich infrage stellen. Und deshalb ist das, was wir hier tun, intelligent, auch intelligent für die Erneuerbaren. Und wer sagt, das ginge nicht, müsste sich doch mal über Folgendes Gedanken machen. Er müsste sich eigentlich hinstellen und müsste sagen, es ist ein großer Erfolg, dass wir nach der Einführungsförderung, nach einem beachtlichen Zuwachs erneuerbarer Energien, jetzt an einem Punkt kommen, wo wir Markt organisieren können. Wer das nicht glaubt, wer das nicht sieht, der glaubt nicht an den Erfolg der Erneuerbaren. Und deshalb bin ich ein bisschen traurig, dass Linke und Grüne dem nicht folgen können an der Stelle. Nun tun wir einiges, um zu steuern. Wir verlegen eine Tranche des Offshore-Windes in die Ostsee, weil wir da zuversichtlich sind, dass wir den Strom tatsächlich in die Netze bekommen. Wir weisen Netzengpassgebiete aus, dort, wo es zu viel Wind und zu wenig Leitungen gibt. Wir sorgen für eine Einmaldegression für Wind onshore, um den Übergang auch richtig zu schaffen zu den Ausschreibungen. Das sind alles notwendige Dinge. Aber es ist auch ein Hinweis, meine Damen und Herren, an die, die Windenergie produzieren, dass es jetzt höchste Zeit ist, Netze auszubauen. Ich weiß, wenn man das als Bayer sagt, dann kommen sofort Anwürfe. Wir hätten doch da verzögert und was auch immer. Ich sage Ihnen, wir haben was anderes gemacht. Wir haben erstens dafür gesorgt, dass das Maß der Verkabelung reduziert wird auf das notwendige Maß. Wir haben zweitens dafür gesorgt, dass Erdverkabelung sich durchsetzt. Das wird der Akzeptanz helfen. Und drittens, wenn Sie angucken wollen, wie das richtig umgesetzt wird, dann können Sie auch nach Bayern kommen. Stichwort Thüringer Strombrücke. Die Wirtschaftsministerin sitzt da, die kann sie Ihnen beschreiben, Beispiel geben, auch für andere
Bundesländer. Ich kann den Niedersachsen insbesondere nur empfehlen, dem zu folgen, meine Damen und Herren. Denn wenn sich da nichts ändert, dann wird es eng. Nicht nur bei der Frage in Niedersachsen, sondern insbesondere bei dem Thema, wie können wir in zukünftigen Schritten die Erneuerbaren ausbauen. Ich will Ihnen sagen, es geht uns ganz erkennbar um die Sache. Und da ist ein gutes Beispiel das Thema Biomasse. Die Biomasse scheint ein ungeliebtes Kind zu sein. Die Vaterschaft, Ausnahme CSU, wird bei allen Parteien mittlerweile geleugnet. Alle machen sich sprichwörtlich vom Acker an der Stelle. Und trotz des, obwohl Bioenergie speicherbar ist, obwohl wir erkennen können, dass wir für diese Energiewende genau einen solchen Beitrag brauchen. Haben wir ein paar so getan in den Debatten, als sei das Thema Biomasse ein bayerisches Hobby. Da muss ich Ihnen sagen, ein Drittel der Biogasanlagen liegen in Bayern. Das heißt, im Umkehrschluss zwei Drittel müssen anderswo liegen. Und deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir uns immerhin für dieses Thema noch stark gemacht haben und eine Botschaft senden mit diesem EEG, dass es für die Bestandsanlagen einen Anschluss gibt, dass es weitergeht, meine Damen und Herren. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, insbesondere als Botschaft in eine Branche, nämlich der Landwirtschaft, die momentan schwer gebeutelt ist, die sagt, ihr mit eurer politischen Irrlichterei uns erst in die Investitionen zu führen und dann zu sagen, braucht man nicht, das ist ein falscher Ansatz. Und deshalb war es mir wichtig, dass wir an der Stelle tatsächlich zu wichtigen und richtigen Perspektiven kommen. Weitere Beispiele, dass wir es ernst machen mit der Energiewende, wurden hier schon angesprochen. Das Thema Bürgerenergie, Akteursvielfalt, ein wichtiges Thema, denn wir wollen die Bürger schon noch bei der Stange halten. Und wir sehen, dass Ausschreibungen den Nachteil haben, dass man nicht steuern kann, wer es am Schluss bekommt. Und deshalb haben wir da, glaube ich, die richtigen Weichen gestellt, dass Bürgerenergiegesellschaften ohne große Vorlaufkosten bieten können und dann auch eine gute Aussicht bekommen, privilegiert am Schluss beteiligt zu werden. Das Thema Mieterstrom wurde angesprochen. Ich weise darauf hin, das ist ein Modell für beide Seiten, nicht nur für die Mieter, sondern auch für die Vermieter. Etwas, was wir in Vertragsfreiheit beim Aushandeln zwischen Mieter und Vermieter machen, um den erneuerbaren Strom in die Städte zu bekommen. Da haben wir noch Defizit und da muss sich etwas ändern. Wir haben beim Thema zuschaltbare Lasten dafür gesorgt, dass Windstrom, der eigentlich abgeschaltet werden, abreguliert wird, fossile Brennstoffe in KWK-Anlagen ersetzt. Da spart sich niemand Geld, aber es macht ökologisch und ich meine, es macht auch volkswirtschaftlich Sinn, so etwas zu tun. Apropos Volkswirtschaft, ich halte es für richtig, dass wir die besondere Ausgleichsregelung aufrechterhalten haben, dass wir Sorge getragen haben, dass die, die bisher, weil sie energieintensiv sind in unserer Industrie, Ausnahmeregelungen genossen haben, in diesem Bereich bleiben, nicht zu tief nach unten fallen. Es geht hier nicht darum, Deutschland zu deindustrialisieren aufgrund der hohen Kosten. Und ich glaube, wir haben auch hier einen guten Weg beschrieben, wie wir der Industrie helfen können, nicht nur der neuen, die beim Thema Offshore entsteht, sondern auch der etablierten, die hier bleiben soll und weiter investieren soll, trotz hoher Energiekosten. Und dann werden wir uns in der Tat, irgendjemand hat angekündigt, wie geht es weiter, im Herbst nochmal über das Thema Eigenstromproduktion unterhalten müssen, auch über die Frage, unter welchen Umständen kann man das wie zulassen und wie fördern. Da gibt es die üblichen Diskussionen mit Brüssel. Auch das ist ein Thema, das uns wichtig ist. In dem Zusammenhang will ich darauf hinweisen, dass wir auch kontroverse Diskussionen mit dem Bundesfinanzminister über die Frage der Stromsteuer führen und auch zu Recht. Denn ich sehe nicht, dass wir hier eine Doppelförderung haben, ganz klar überhaupt nicht. Denn wenn jemand erneuerbaren Strom produziert, dann verkauft er den einen im Regime des EEGs, das mag sein, der ist da gefördert. Den anderen, meine Damen und Herren, den er aber selber verbraucht,
der ist nicht irgendwie gefördert schon, sondern den kann man ohne Probleme von der Stromsteuer befreien, so wie das bei vielen seit Jahrzehnten der Fall ist. Ich spreche insbesondere die Mühlenbetriebe an der Stelle an, die seit ewigen Zeiten diesen Strom selber produzieren, selber verwenden und die deshalb zu Recht darauf pochen können, dass das im Bestand in Zukunft so weiter bleiben darf. Sie müssen also, bitte Sie, auch zum Ende kommen. Ich komme zum Schluss meiner Rede, Herr Präsident. Sie sehen, wir haben einen wohl abgewogenen Entwurf hier vorgelegt, von dem ich meine, dass Sie ihm von der Opposition auch zustimmen sollten, weil er Sinn macht, weil er die Akzeptanz erhöht und weil er bei Weitem nicht so schlimm ist, wie Sie hier den Eindruck erwecken wollen. Vielen Dank.